Hallöche Leute, willkommen bei Dino Gaming. Und ja, einer neuen App, und zwar Dr. Pandas Heimwerker. So Freunde, wenn ihr also Bock habt, mit mir zusammen den Hammer zu schwingen, dann bleibt doch unbedingt am Apparat. Und lasst uns mal schauen, was wir im Haus für heimwerkerliche Tätigkeiten ausführen können. So. Okay, ich sehe ja schon mal ein paar Baustellen, Freunde. Das Bett ist nicht mehr ganz heil. Der Stuhl hier ist ein Bein abgebrochen. Da hinten könnte was Farbe gebrauchen. Und Giraffen, sag mal, um ehrlich zu sein, hatten wir ja noch nie. Kann das sein? Die Giraffe als Tier so bei Dr. Panda ist neu. What? Was muss ich tun? Ah. Okay, wir machen erstmal den Stuhl wieder ganz, Freunde. So. Das war's? Ah, ne. Ja, was ist das denn? Was ist das hier für ein Ding? Hier unten, was ich da anstreichen soll. Hä? Ah, okay. Wir rühren auf jeden Fall erstmal was zusammen. Wofür das gut ist, weiß ich leider noch. Ach so, für den Stuhl. Ach so. Okay, cool. Ein grüner Stuhl also. Ein grüner Stuhl soll es werden. Oho, da oben hat es gar nicht richtig gereicht. Naja, Panda freut sich auf jeden Fall. Bam, gib mir Flosse, Genosse. Jawohl. Okay. Achso, ich muss tatsächlich die Flosse geben. Lässig. Okay, da haben wir also die erste Heimwerkertätigkeit vollführt, Leute. Ein Stuhl repariert. Boom. Oh, jetzt haben wir grüne Stühle. Guckt euch das an. Ja, lässig. Okay, jetzt blinkt der Schrank, Freunde. Lass uns den Schrank anklicken. Gucken, was wir mit dem Schrank machen können. Okay, hier sind Stifte. Oh, wir nehmen mal rosa. So. Okay, das auch noch? Nee, okay, rosa. Und jetzt? Was machen wir jetzt damit? Ah! Oh, Leute. Wir malen den Schrank an. Und zwar immer auf beiden Seiten gleichzeitig. Okay. Na, da gibt er mir was an der Hand jetzt hier. Wenn ich jetzt malen kann oder soll. Na dann, machen wir mal sowas hier. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich bin sicher, ihr könnt das besser. So viel behaupte ich mal. Aber das ist sehr, sehr witzig, dass das auf der anderen Seite genauso macht. Das macht Spaß halt. Gibt es hier noch mehr Grün? Oh, Freunde, was kann man hier reinmachen? Warte mal, ich mach mal hier rum. Das ist auch ein schöner Stift. Der malt so, das wirkt so wirklich stiftig. Klingt komisch jetzt, ja. Aber er wirkt so stiftig. Was kann man hier noch machen? Ich bin gerade ein bisschen einfallslos. Wir machen mal das. Ach, Orange hatten wir schon. Was mit dem hier? Ah ja. Okay. Ja, der malt so seltsam. Cool, der Stift. Zack. Ich weiß auch nicht, Leute. Was haltet ihr davon? Seid ihr zufrieden? Kann man das so anbieten? Ein bisschen lila wollt ihr noch in der Mitte? Aber selbstverständlich, Leute. Lass ich mich doch nicht lumpen. So. So ja vielleicht? Habt ihr euch das so vorgestellt? Quatschkopf, ey. Aber cool, okay. Ich glaube, den kann man so anbieten. Boom. Giraffe freut sich. Den kann man so anbieten. Also der Stift. Achso, ist noch nicht fertig. Genau. Oder Mini-Giraffe ist im Schrank. Wow, was habe ich jetzt gemacht? Freunde, ich habe irgendwo geklickt. Nee, stopp mal, hier war ich jetzt noch nicht fertig. Da war. Jetzt kann ich da nicht mehr rein. In den Schrank. Nein! Nein! Na gut, dann müssen wir uns erstmal dem Bett widmen. Ich weiß nicht, was los war. In dem Schrank war doch noch was drin und ich habe auf den Spiegel geklickt. Oh, wir können sägen, alles klar. Was sägen wir denn hier? Ratsch, ratsch, ratsch. Wir sägen auf jeden Fall erstmal. Oben und unten ab. Ui, das macht Spaß. Aber perfekt gerade, seht ihr das? Wie er es einfach drauf hat, der Panda. Was ist das denn hier für ein Gerät? Oh, okay. Was ist das für ein Gerät? Wer hat denn bitte so ein Gerät im Zimmer? Zack, hier so eine, nicht Angel. Wie heißt denn man das jetzt hier? So ein Kran? Oh, oh, Leute. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Wir klöppeln hier einfach mal ein komplettes Hochbett zusammen. Was hell, was sagt man dazu? Bam, 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 bam.
So, dann mal rein mit dir. Aber ich glaube, das waren jetzt in dem Raum, zumindest was da rumgeblinkt hat, an den mit Sternchen und so, waren das alle Sachen. Ah ja, komm auch, es kommt Fetti. So, was ist jetzt? Jetzt können wir uns... Oh, jetzt geht's wieder los hier mit den Gegenständen und ich weiß wieder nicht, oder Sticker oder was auch immer, und ich weiß wieder nicht, wofür die gut sind. Okay, komm, wir klatschen mal den guten Panda hier, bam, direkt in die Mitte, so. Okay. Haben wir unseren ersten Sticker, wofür auch immer. Ah, okay, es geht noch weiter. Aber stopp mal. Ich würde doch schon gerne vorher nochmal in den Schrank gucken, Freunde. Den Schrank von Narnia. Ja? Vielleicht entdecken wir da was Geheimes. Nee, ich weiß, ich habe die Schrankmission, glaube ich, noch nicht komplett abgeschlossen. Da würde ich gerne nochmal rein. Oh, boom. Können wir nicht zurück? Aha. Wir können das Fenster aufmachen. Das ist ja ganz lässig. Aber können wir auch einen Raum zurückgehen? Scheint nicht so. Ich glaube, wir müssen jetzt hier weitermachen. Oh Mann, aber ich war doch nicht fertig im Schrank. Na gut, dann machen wir mal hier oben, stopfen wir mal die Mauer. Da ist ein Loch in der Mauer, das darf nicht sein, da zieht's. Da wird's zugig, sozusagen. Hm. Okay, was machen wir? Hier haben wir so einen Stein hier, so. Ach, das ist so ein bisschen Tetris. Wo passt das rein? Hier zum Beispiel. Nein? Das hier? Oh, okay. So, das ist hier. Jawohl. Und oben sind zwei Stücke. Das hier zuerst. Das ist echt wie Tetris. Cool. Okay, oh, verspachteln noch, aber selbstverständlich. Boah, ja, großflächig, Leute. Großflächig. Oh, nicht übertrieben oder so, nein, aber großflächig auf jeden Fall. Leute, wir können anmalen. Na, leck mich ab, Zuckerli. Oh, was nehmen wir denn? Ein schönes Blau. Für den Start. Oh, das fühlt sich auch richtig cool an. Also die Art, wie der die Farbe aufträgt, ist schwer zu sagen jetzt, wie ich das meine, aber die Art, wie er sie aufträgt, fühlt sich cool und echt an. Okay, machen wir mal so. Dann ein bisschen grün. Leute, was sagt ihr zu einer Spur grün? Seid ihr da empfänglich? Oh nein, jetzt bin ich übers Blau drüber. Na toll. Na gut, komm, wir streichen das mal heftig. Und dann machen wir noch ein paar Akzente rein, würde ich sagen. So, schön ordentlich, damit das deckt. Oh, jetzt bin ich natürlich jetzt das ganze Blau wieder weg. Otto, was machst du denn? Oh, nee, ey. Okay, komm, jetzt machen wir alles grün. Das ist doch albern jetzt hier. Das ist doch albern, was jetzt hier passiert. Leute, wir nehmen jetzt pink. Warte mal, wenn ich das jetzt anfasse, dann klatscht ihr das schon da dran. Oh, Mann. Ich will das doch jetzt noch nicht dran klatschen. Na gut. Dann mache ich jetzt eine wunderschöne Wand. Mit einem großen Stückchen A. Oder so. nein. Jetzt hör doch mal auf. Bring mir das jetzt mal in die Mitte. So. Hier will ich jetzt das haben. Und jetzt machen wir hier noch so einen A-Strich. So, jetzt hast du ein A an der Wand. Sagt er jetzt. Bumm. Freuen sich. Jetzt haben sie ein A an der Wand. Nur weil er mir diese blöde Rolle da genau in die Mitte gelegt hat. Okay, wir sind auf jeden Fall im zweiten Raum. Wir sehen drei Dinge rumglitzern, die gerne repariert werden möchten. Du, wir fangen mal hier hinten an. Mit dem Panda-Kopf. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Sieht mir erstmal aus wie so ein Sparschwein oder was? Was denkt ihr? Das ist auf jeden Fall aus Keramik, also. Vielleicht Topf? Eine Vase? Oder vielleicht auch ein Sparschwein? Mal gucken. So, ja, das kommt hier hin. Das ist ja zum Glück schon alles richtig geordnet. Wir können es mal schwerer machen und selbst. Und das mal irgendwie hin... Wow, hinwerfen. So. Oh, guck mal, das geht automatisch. Pass auf, ich werf das mal einfach hier so hin. Pass auf. Nee. Also in die Richtung nur. Ah, siehst du? Ja, dann fügt sie es schon an. Muss nur so ein bisschen in die Richtung kicken. Okay, so, was ist das jetzt? Was ist das, Leute? Ist das eine Blumenvase oder ein Sparschwein oder was? Was könnte das denn noch sein? Ein Staubfänger. Ich weiß es nicht. Boom. Tja, was ist das? Man weiß es nicht. Okay, machen wir mal weiter mit diesem Teil hier. Sieht aus wie ein... Das sieht wiederum komisch aus, oder? Wie die Disco-Kugel. Ach, das ist eine Lampe. Ah ja, okay, erkennt man es wenigstens. So, Birne rein, Leute. Zack. Und jetzt müssen wir die irgendwie drehen. Ah ja, ah, okay. Tatsächlich drehen, okay. Cool. Oh, verschiedenste Lampenschirme. Also das war der Originalschirm. Ach so. Oh, das war's. Ah, Lichtschalter. Böp. Läuft, Freunde, läuft. Schaut es euch an. Es läuft hervorragend. Ja, fantastisch, könnte man sagen.
Die Lampe tut, was sie tun soll. Okay, Panda 5. Der ist cool. Ich glaube, früher konnte man die Panda 5 nicht klicken, oder? Die hat die immer nur so gemacht. Und ich habe so mitgemacht, aber man konnte sie nicht wirklich klicken, oder? Ich irre mich. Kann auch sein. Okay, okay. Nächster Sticker. Pass auf. Dann setzen wir den guten Dr. Panda mal so ein bisschen aufs Skateboard. Blöpp. Ja. Das kann man machen. Boom, weiter geht's. Nächster Raum. Mit Eisbären. Da ist Dreck auf dem Boden. Wir haben ein kaputtes Bild und... Was noch? Die Uhr? Nee. Oh, da kommt noch was raus. Fenster können wir aufmachen. Hier hinten können wir aufmachen. Wow. Oh, guck mal. Ich kann es regnen lassen. Das ist ja interessant. Wenn ich hier draufklicke, regnet es. Aha, hier kann man ein Licht anmachen. Okay. Die Blume kann nix. Ach, hier ist mein Sticker-Album. Na, schau sich das einer an. Okay. Ja gut, komm, wir wollen jetzt hier mal anfangen. Licht aus. So. Los geht's mit dem Bild. Schauen wir, was hier abgeht. Dr. Pandas Handyman. Okay, oh, wir schrauben also ein Bild an. Cool, Akkuschrauber. Alles klar. An. Das sieht gut aus, Leute. Ein schönes, gerades Loch. So, jetzt eine Schraube rein. Schraubenzieher, danke. Mir wird alles gereicht, das ist fantastisch. Boah, das sieht cool aus, Leute. Guck mal, die Effekte. Also, ich finde, es sieht richtig gut aus. Richtig schön gemacht. Man hat echt das Gefühl, man dreht hier eine Schraube rein. Ohne Witz. Das ist richtig cool. Ich meine, klar, die Panda-Spiele waren bisher alle richtig detailreich so und liebevoll gemacht. Ich mag so eine Kleinigkeiten so. Okay, wir haben ja so eine Eisbärfamilie. Dann lass uns doch auch ein Bild der Eisbären aufhängen, oder nicht? Hochzeit. Hier, komm. Bam. Hochzeitstag. Was könnte es Schöneres geben als so ein Bild? Das haben wir doch sehr, sehr gerne angeschraubt, oder was? Weiter geht's. Hier. Ah, hier, das Ding wackelt auch wie die Hölle. Dann nehmen wir das mal. Mal gucken, was da wo drin steckt. Mm. Ach, es ist ein Aquarium. Oh. Okay, das habe ich nicht erkannt. Oh, das können wir richtig schön ausschmücken. Hallöchen. Oh, hier ein Schloss. Okay. Fangen wir mal im Schloss an, in der Ecke. Blub. Ich habe eine Fliege an. Okay, ein Schloss braucht einen Schatz. Blub. Und auf jeden Fall erstmal eine Krabbe. Ich erinnere mich aber an Ariel. Wie heißt die? Wie ist die Krabbe? Sebastian. Richtig. Oh, hier ein Laternenfisch, oder wie? Mein Gott, ist das cool. Warte mal, können wir nicht alles... Können wir nicht noch alles geben? Ich würde das gerne noch hübscher machen. So. Sieht aus wie ein Keks. Hier eine Muschel. Noch so ein Keks. Ein Seestern. Können wir den hier an die Wand klatschen? Ne, der fällt runter, okay. Noch eine Muschel. Hier. Und dann haben wir noch so ein bisschen Kraut. Also, wie heißt es? Algen? Ne, Oh Gott. Na, so ein Riff so. Koralle so, ihr wisst schon. Oh, ich glaube, das ist ein Kugelfisch. Und hier haben wir noch einen kleinen Nemo. Oh, Leute, das sieht doch ganz, ganz ansehnlich aus, oder? Cool, echt? Okay, boom, geschafft. Weiter geht's. Das, oh, ich bin noch nicht fertig. Füttern, Leute, wir müssen noch füttern. Na, komm mal her, meine Kleine, kommt mal her. Komm, gönnt euch. Ja, 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 komm. Jeder kriegt was ab, jeder. Ich mäste euch ein bisschen. Ihr kleiner Nemo kommt. Wie viele noch? Achso, ich kann schon längst aufhören. So sieht sie nämlich aus. Ich war wieder zu... oh, noch putzen. Okay, ich war wieder zu... Ich wollte ihm wieder zu viel gönnen, mein Fischchen. Dabei sind wir schon längst fertig. Okay, hui, das Aquarium hat Spaß gemacht. Oh. Kriegst du, Panda. Panda 5. Okay, dann haben wir noch den Boden. Hier. Am Boden ist irgendwas Komisches passiert. Das sehe ich ja jetzt schon. Was ist denn da passiert? Aha, oh, hier mit dem Presslufthammer gehen wir jetzt ran. Oh la la, Freunde. Warte mal, können wir das doch auf dem echten Boden machen? Nee, hier würde ich ja jetzt gern zerstören, ne? Ich probiere immer ein bisschen rum ins Spiel, was man so machen kann und was nicht. Nee, funktioniert nur hier. Na gut. So, Boden glänzt. Müssen wir noch ein wenig spachteln oder wie auch immer man das nennt?
Ja, nimmt man das so spachteln? Ich glaube schon, in diesem Fall auch. So, und jetzt kommen die Fliesen drauf. Hallo Fliesen. Was nimmt man denn da? Die hier sind ganz lustig. Können wir hier wieder rum experimentieren? Ja, okay. Dann machen wir vier Ecken. Machen wir lila. Das würde auch schon cool aussehen. Jetzt einfach ein lilanes Kreuz. Ja, ich glaube, das machen wir. So, oder? Das kann man anbieten. Okay, noch Staubsaugen. Och Gottchen, das ist so niedlich gemacht. Ah, ich komme hier unten gar nicht ran an die Ecken. Jetzt. Bin ich an die Ecken rangekommen? Aber nein, die Eisbären sind zufrieden. Glücklich und zufrieden. Einen schönen neuen Boden. Was mache ich alle für einen neuen Boden, Menschen? Jetzt nochmal feucht durch, ein bisschen herrlich. So. Bling. Nächstes Sticker. Was ist das hier? Die R2D2? Gibt's hier noch mehr? Wow. Nein, stopp. Weg. Ne, wie jetzt? Nein. Wo ist jetzt mein Sticker-Ding? Oh Gott, nein. Jetzt habe ich den einzigen Sticker, den wir benutzen konnten, weggeschmissen. Ah, Otto. Verdammt. Na gut, müssen wir weitermachen. Kann man nichts machen. Sorry. So, wir befinden uns im Badezimmer. Und die sieht überhaupt nicht gut aus hier. Hier tropft die Dusche. Da hinten ist irgendwie komplett offen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Und die Blicke von den Affen sind am geilsten. Einfach mit so einen Augen. Herrlich. Okay, Leute. Lass uns mal hier das Klo. Achso, das ist gar nichts. Aber wir können auch hochklappen. Okay. Ja, ich probiere natürlich immer gerne erstmal aus, was man so machen kann, ne? Oh, was? Was jetzt? Ich hab nur auf den... What? Ich hab nur auf den Affen getippt. Was ist denn jetzt los? Oh, was hat der hier bitte für eine Vorrichtung? Guckt euch das mal an. Das hätte ich auch gerne in meinem Bad. Eine Vorrichtung, die Badewanne an die Decke zu ziehen. Also, das ist doch ein grandioser Einfall. Boah, was ist denn hier gerade los? Okay, es scheint das ganze Wasser, die ganze Wasserversorgung scheint hier im Argen zu liegen. Okay, dann lass uns mal ein bisschen basteln. Das kommt hier hin. Oh, okay, der macht das ja beinahe von alleine. Wenn man hier in die Nähe kommt. Ja, tut er sogar. Das müsste hier hinkommen. Das ist das. Und das ist das. Okay, das läuft. So, jetzt bitte pumpen. Pop, pop, pop. So, boom, da kommt Wasser. Nice. Okay, mein Schöner, können wir nicht noch abtrocknen? Ich klicke immer irgendwo hin und das Bild ändert. Blub. Achso, okay, das war der Quest. Ah, der Affe. Ah, dann klicken wir jetzt mal auf die Affendame. Da passiert nichts. Okay. Auf die Dusche, das hatten wir ja eben, ne? Dann klicke ich jetzt mal auf den Schrank und auf den Affen selbst. Ja, dann kommt der nächste. Okay, verstehe. Man muss also gar nicht mal auf das Ding selbst klicken, sondern auch auf die Figur, die das betrifft. So, was wollen wir jetzt hier machen? Das ist ja ein klassischer Wanddurchbruch oder wie? Was ist das für ein Hammer hier? Oh ja, wow, okay. Wir machen in der Tat einen klassischen Wanddurchbruch, Freunde. Böp. 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 Kaboom. Kaboom. Jetzt haben wir. Kaboom. So, was machen wir denn hier? Willst du eine kleinere Erweiterung? Achso, du willst eine neue Tür nur. Darum geht's ja. Okay. Viele Farben, viele Farben. Lass uns mal gelb nehmen. Hier fangen wir mal an. So ein gelbes. Oh, die Farbe lässt sich schon wieder so schön auftragen. Das ist so ein komisches, schönes Gefühl. Das fühlt sich so real an. Das klingt alles ein bisschen komisch, ja. Aber ist halt so. Ist halt so. Okay, jetzt nehmen wir mal die. Zack. Oh, mal schön eine gerade Kante schaffen. So, jetzt einmal hier rum. Jetzt hier. Zack, zack, zack. Ich bin ein bisschen schwierig. So. Okay, jetzt nehmen wir uns das. Das ist das Orange. Ja. Orange, Orange, Orange. So, jetzt eine gerade Kante schaffen. Boah, grandios. Grandios. Was sagt ihr? Ist es grandios oder was? Naja, da kommt schon. Naja, geht so. Aber kann man anbieten. Ich mache hier oben hier einen grünen Klecks. Pass mal auf. So. Alles klar. Biet mal an. Bombentür, würde ich sagen. 1A, Tipptopp-Tür. Oh, Tipptopp-Tür. Klingt witzig. Na, Tipptopp-Tür. Ja, kommt ruhig rein. Schaut euch das Ding an. Komm her. Habe ich selbst gebastelt, sag ich mal. Meine Tür. Ich bin stolz drauf. So. Ich bin stolz drauf. Okay, was ist das hier? Oh, schöne Tür. Was für eine schöne Tür du da hast. Affe, wo hast du denn die denn her?
Kannst du mir vielleicht den Heimwerker empfehlen? Okay, jetzt hau ich das hier nicht weg. Jetzt hauen wir hier den Helikopter hin. Boom! Helikopter. So. Oh, wie sind wir denn hier unterm Dach mit der Fledermaus? Was geht ab? Können die anklicken, ja? Ein Geist! Ein Geist! Lampe, wackelt. Und eine Fledermaus! Hau ab! Oh, oh, das war das Schild. Stopp, stopp, stopp. Na gut, Fledermaus, was ist los mit dir? Meinst du, ich sehe dich nicht, oder was? Und tschüss. Kann man das Fenster schließen vielleicht? Damit ihr nicht wiederkommt? Nein! Ho! Oh! Was passiert jetzt schon wieder? Das heißt, ich klicke irgendwo drauf und ich... Hä? Was ist denn jetzt los? Ja, wir sind wieder im ersten Raum. Okay, Freunde, dann, falls ihr den ersten Part gesehen habt, da habe ich im Schrank irgendwas Komisches gemacht. Das will ich jetzt nochmal machen. Das hat mich ein bisschen gestört, da ich den Schrank nicht komplett benutzen konnte. Das werde ich jetzt nochmal machen. Und das hier hat am meisten Spaß gemacht bisher. Weil alles, was wir links malen, rechts genauso kommt. Das ist witzig. Und dann im Schrank ging es noch weiter. Und ich habe irgendwie daneben geklickt und es war auf einmal schon vorbei. Und das wollte ich im Grunde nicht. Und das können wir uns jetzt nochmal angucken. Ist ja wunderbar. So, und das Bemalen macht auch einfach nur Spaß. Was soll man sagen? Oh, das war schräg. So, haben wir grün. Jawohl, grün ist immer cool. Da, Mist. Komm schon, mach's gerade. Jawohl. Okay. So. Ja, bombig oder wie oder was? Okay, ihr wollt noch mehr, ja? Okay, alles klar. Mach mal. So. 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 Keine Ahnung, das war's mal jetzt so. So, jetzt sind wir nämlich, jetzt sind wir im Schrank. Bumm. So, und jetzt kann man hier im Schrank wohl auch noch irgendwas machen, oder was? Jetzt habe ich auf den Affen geklickt. Das, nee, dann doch nicht. Dann ist es das einfach. Das ist es. Okay. Wir haben die Mission jetzt hier schon mal gemacht, ne? Ich mach die mal ganz fix nochmal. Dann... Irgendwie würde es mich jetzt stören, wenn ich das überspringen würde. Ich weiß auch nicht warum. Okay, wir haben letztes Mal das. Jetzt nehmen wir mal mit Rot zusammen. Was kommt raus? Lila? Jawohl. Ja, Blau und Rot wird zu Lila offenbar. Okay, machen wir einen lilanen Stuhl. Zack, 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 zack. Boom. Gib Flosse, Genosse. Zack, danke, mein Freund. Vielen, vielen Dank. Jetzt noch schnell das Bett. Vielleicht gibt es ja einige, die den ersten Part nicht gesehen haben. Und diese Aufgaben hier gar nicht kennen. Von daher machen wir die nochmal schnell. Hier klüppeln wir am Bett zusammen. Hier gibt es wieder eine sehr interessante Vorrichtung. Wie der Panda oder wer auch immer in diesem Haus. Hier, mit so einem Kran hier. Schaut mal, ist das witzig oder was? Wie jetzt einfach sein Bett zusammensetzt. Mit so einem Kran in seiner Wohnung. Also, wer hat denn das bitte? Zack. Boom. Hier. Nägel. Bam. Easy. Bap, bap, bap. Manchmal mache ich das auch einfach mit der rohen Faust. Und mit dem Daumen. Drücke ich da die Nägel rein? Natürlich nicht. Aber ich habe es durchaus schon probiert. Ah, naja. Ich muss mir eingestehen, so stark ist mein Daumen dann eben doch nicht. Ne? Das war eine harte Lektion, die ich lernen musste, Leute. Aber man muss halt lernen. Okay, boom, Zimmer abgeschlossen. So, jetzt geht's weiter ins... Ach, wir kriegen dafür einen neuen Sticker. Okay, dann hat sich das natürlich gelohnt. Dann kriegt Panda jetzt hier eine Gitarre an der Hand. Naja, mehr oder weniger. Machen wir mal hier. So, okay, jetzt widmen wir uns aber... Oder schaffen wir das überhaupt? Oh, jetzt ist wieder auch wieder alles kaputt. Weiter. Können wir jetzt weitergehen überhaupt? Ich hoffe. Okay, ist quasi automatisch fertig dann. Okay, weiter, hier waren wir auch schon. Ehrlich gesagt. But auch, ja. Okay, ehrlich gesagt, machen wir das im nächsten Part, Leute. Ich gehe jetzt schon mal weiter. Oder? Ja doch, komm. Ich gehe schon mal weiter. Boom. Dachgeschoss. So. Okay, jetzt hier oben sind ein paar elektrische Geräte und auch irgendein Koffer. Und wir fangen einfach mal an. Fang einfach mal an, indem ich irgendwo hinklicke, zum Beispiel auf den Koffer.
So, wir fangen mal mit diesem Werkzeugkoffer da an. Ich weiß nicht, hier noch was ist. Ah, ist tatsächlich ein Werkzeugkoffer, okay. Ju, dann liest ihn sich mal, was wir machen? Ein paar Gegenstände einsortieren. Okay, das kommt hier hin. Das ist ein Cuttermesser. Cuttermesser haben wir hier. Schere darf nicht fehlen, haben wir hier. Minisäge, sage ich mal, hier. Was ist das denn? Eine komische Zange, sage ich mal. Es ist eine Zange, aber sieht ein bisschen komisch aus. Okay, ein Schraubenschlüssel. Und hier haben wir noch, was ist das, eine Rohrzange? Ich weiß es nicht genau. Ich bin heimwerklich nicht begabt, außer bei Dr. Panda. Aber ich glaube, die Gegenstände habe ich richtig gesagt. Immerhin mal das, ne? Okay, Koffer haben wir fertig. Check. Ihr Geist, Fledermaus, raus mit dir. Wir müssen hier unbedingt mal die Fenster schließen, Leute, das geht so nicht. Okay, jetzt drücken wir auf diesen Toaster hier, wenn das ein Toaster sein soll. Sieht... Wow, was ist los? Hey, was? Hä? Was muss ich tun? Achso, ah! Mutter, hier. Sägeblatt hier. Warum hat Dr. Panda, oder wo wir auch immer gerade sind, ein Fließband in seinem Haus? Was ist das denn? Das habe ich noch nie gehört. Er hatte bitte ein Fließband in seinem Haus. Die Schraubenschlüssel hier. Was sind denn das für Dinger? Sind die dafür da, damit die das ganze Werkzeug halten? Tatsächlich? Das ist auf jeden Fall eine witzige Idee, sage ich mal. So ist es nicht. Aber dafür gibt es ja auch Werkzeugkoffer, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Von daher, naja gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall Werkzeug haltende Roboter. Das ist ja auch gut zu wissen. Mit Fließband. Also, da oben kann direkt die ganze Produktion starten. So, hier kommt hier die Fledermaus rein. Mein Gott. Okay. Stuhl? Hier so? Schieben wir dir mal ein Stück hier. Dann machen wir das jetzt mal ein bisschen symmetrisch in die Ecken. So. So, okay. Nicht ganz zufrieden gewesen. Millimeter ausgleichen noch. Alles gut. Ja, sind wir durch? Kann das sein? Hier haben wir jetzt schon mal alles gemacht. Hier gibt es 4 Räume. Kann das sein? Ich glaube schon. Oh. Okay, gehen wir mal weiter. Oh, hier oben, das hat man noch nicht. Oder? Das hat man noch nicht. Ach doch. Doch. Hat man schon, Leute. Ihr habt recht. Das war nur woanders. An einer anderen Stelle im Raum. Aber es ist das gleiche im Prinzip. Okay, damit das Video jetzt nicht nur 3 Minuten hat, machen wir jetzt einfach ein paar Missionen nochmal. Und dann haben wir, glaube ich, hoffentlich alles erfüllt, was geht. Ich denke schon. Oh ja, mal. Komm, lass uns nochmal eine Runde malen, Leute. Oh, dass der das immer sofort ansetzt. Das ist nervig. Okay, wir müssen im Grunde von oben nach unten. Das ist das sicherste. Die sicherste Variante. So. Und jetzt will ich hier noch ein bisschen was kritzeln, ne? Ich, alter Kritzelfink. Und zwar... Ja, ich weiß auch nicht genau was. Ich würde eigentlich gerne hier genau in der Mitte ansetzen, aber es geht halt nicht. Diese blöde Rolle da. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Also, wie schön gegensätzlich. Das grelle Hell und dann dieses... dieses grelle Hell. Dieses grelle Grün und dieses grelle Pink. Herrlich. Okay, nehmen wir mal noch das. Hier oben. Nein! Blau! Ah! Versaust mir mein... Oh, warte mal, das ist eigentlich ganz hübsch. Schon diagonal, oder? Bestenfalls mit einem Trennstrich in der Mitte. So, okay, komm. Wie noch hier spielt. Die sind ja nicht zum Spaß. Ja? Und das reicht an Wand. An Schönheit der Wand, sage ich mal. Boom. Ja, letztes Mal war das hier. Guck mal, da ist jetzt ein Mauseloch. Ach, da kommt sogar ein Mäuschen. Und greift sich den Käse. Lustig. Okay, machen wir mal die Lampe. Jetzt war da eben so ein Pferdchen oder so als Lampenschirm. Wir werden jetzt mal probieren, einen anderen zu nehmen. Letztes Mal haben wir auch den richtigen genommen. Mal gucken, ob es geht. Ich glaube, das hier, dieser Vogel hier, den müssten wir nehmen. Ich nehme jetzt aber einfach mal irgendwas anderes. Geht auch. Okay, alles klar. Dann, es werde Licht. Vielen Dank. Klappt auch. Also, ihr könnt nehmen, was ihr wollt, auf jeden Fall. Pandaflosse. Okay. Dann haben wir noch ein paar Minütchen, Leute. Was wollen wir denn nochmal machen? Was fandet ihr denn cool? Das hier zum Beispiel, jetzt diese Vase oder was auch immer es ist. Ich sag mal, Sparschwein oder Vase. Ist sehr einfach.
So. Das ist eine Vase. Jetzt gibt es auch Blumen dazu. Als wir das erste Mal gemacht haben, gab es keine Blumen dazu. Vielleicht war das aber auch dann keine Vase. Aber was könnte es sonst sein? Überlegt doch mal mit, Leute. Gebt mir mal eure Tipps ab. Was der Panda-Kopf da war. Ich denke, eine Vase. Oder ein Sparschwein. Aber man weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man die Mission so oder so öfter machen. Hier, komm, Aquarium. Das hat Spaß gemacht. Damit man noch mehr Sticker kriegt. Also, es würde schon Sinn machen, sage ich mal, wenn man die Sticker haben will, alles zu machen. Das wollte ich sagen. Okay, komm, wir fangen mit dem Schloss an. Das hat Spaß gemacht. Das ist diesmal in der Mitte. Ja, egal. So, jetzt okay, erstmal die Fische rein. Die können sich schon mal hier am Schloss zurechtfinden. Mr. Krabs. Klebt an der Wand, cool. So, jetzt machen wir hier in den Ecken ein bisschen was. Hier hast du so einen Keks. Noch sowas. Ein bisschen hier. Sowas ums Schloss rum. Und natürlich der Schatz. Zack. Ja, das ist cool. So, jetzt müssen wir noch putzen, Leute. Füttern. Wow. Noch ein bisschen füttern. Na komm, na komm. Man sieht die kleinen, diese kleinen dunklen Stückchen da, die da reinfallen, ne? Das ist es. Jetzt kommen gerade zwei. Der Laternenfisch. Okay, das reicht. Jetzt noch putzen. Es wird schlagartig grün. Voller Algen. Ich weiß nicht warum. Aber egal. Wir putzen es weg. Muss putzen. Panda-Flosse. Danke, meiner. Wollen wir noch einen Wanddurchbruch machen? Noch ein bisschen malen, vielleicht? Was gibt noch? Was gibt? Ja, komm, das war zum Beispiel ganz witzig hier. Dieses neuen Boden einsetzen. Easy. Können wir noch ein paar neue Fliesen ausprobieren, würde ich sagen. Okay. Einmal Bonan. Nicht Bonan. Bonan nur auf keinen Fall. Einmal Mörteln oder wie auch immer man das nennt. Mörtel? Kann sein. Es kann sein, muss nicht sein. Nehmen wir mal hier die Panda-Flosse. Zack, eine Panda-Flosse. Machen wir das mal so. In die Ecke hin. Und dazwischen jetzt etwas, was dem. Was so komplettes Gegenteil ist. Zum Beispiel blau. Ja, guck doch mal. Das kann man auch anbieten. Oder? Das kann man auch anbieten. Das ist ein hübsches Mosaik. Oh, okay. Einmal rüber wischen. Saugen. Zack. Und da ist es auch schon passiert. Die Affenfamilie ist glücklich. So leicht kann man eine Affenfamilie glücklich machen. Merkt euch das. Einfach mal einen neuen Boden machen. Neue bisschen Fliesen. Wisst ihr, das reicht einer Affenfamilie völlig aus. Okay, Leute. Ja, wie gesagt. Weiter geht's. Und wir haben alles gemacht. Guck nochmal ins nächste Zimmer. Achso, jetzt ist das erstmal fertig. Bad haben wir gemacht. Und... Ah, jetzt genau. Zeigen sie uns erst wieder die fertige Variante. So. Und hier oben waren wir auch. Also, Freunde. Wir haben alles gemacht. Man kann das durchaus noch weiterspielen, wenn es Spaß macht. Sowieso. Für mehr Sticker. Aber rein an dem, was man machen kann, haben wir alles gemacht. Von daher danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen da, schreibt mir einen Kommentar und abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Macht's gut, Freunde. Ciao.